Leute, Blacky ist wieder hier und wir sind bei Banjo-Kazooie im Clicklock Wood eine Biene. Okay, dann werde ich mal hochfliegen. Was? Ich habe gerade jemanden pennen gehört. Ach so, ja, der Vogel, genau. Der Vogel, der pennt ja. Okay, dann werde ich jetzt einfach mal erstmal noch schnell die Goldfeder hier holen. Goldfeder gut. Woo! Und dann fliege ich jetzt zu dem Bienenstock, denn ich wette, ich muss dahin. Ja gut. Würde ich mal sagen, ab hier hin. Und yeah. Okay, so, wir sind jetzt im Bienenstock. Hallo, dicke Biene. Wir Zubas bewachen Gruntildas Goldschatz. Man hat uns erzählt, dass da draußen irgendwo ein gefräßiger Honigbär herumläuft. Nee. Okay, so. Ich schaue einfach nochmal, ob hier irgendwas zu holen ist irgendwo. Huh! Na, 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 na. Aber doch, wenn hier nichts mehr zu holen ist, dann frage ich mich echt, warum man hier eine Biene sein kann. Denn... Naja, irgendwie sowas, ne? Lol, erstmal... Oh ja, hier oben müsste ich rein, aber... Naja, das geht ja nun nicht so gut. Und hier oben geht's auch nicht rein. Und da pennt der Vogel. Und... Ja, hier drüben ist gleich dieses... Haus, diese... Wohnung. Keine Ahnung. Komm schon, komm schon. Mal schauen, ob wir hier drin irgendwas holen können als Biene. Wenn nicht, bin ich jetzt völlig umsonst eine Biene geworden. Okay, bis auf das Leben ist ja echt nix. Alles klar, wieder nach draußen. Gut, im Frühling sind wir fertig. Glaube ich. Hoffe ich. Wahoo! Yeah! Ich hab wohl gedacht, ich sterbe jetzt, aber... Ich fliege einfach mal nach unten. Wuhu! Aber ich weiß jetzt wieder, wofür man die Biene braucht. Irgendwie ist hier ja auch ein Hexenschalter. Und den muss man schalten und dann... Naja, wenn man den Hexenschalter halt geschalten hat, dann, ne? Dann ist er ein Puzzleteil und da muss man als Biene raus, um da ranzukommen. So, mal schauen, gibt's hier oben irgendwas? Ne, hier oben ist nichts. Na gut, dann gehe ich jetzt in den Sommer. Uhu, Sommer, 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 Sommer. Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Okay, so, wir sind jetzt im Sommer reingegangen. Und, Momo-Magie gleich aus. Ist mir egal. Ja, Zauber, alle, alle. Okay. Na, Eri ist hungrig. Er will... Wie viele Würmer? Ist mir egal. Okay, hier ist alles ziemlich groß. Guck mal, da leuchtet was. Und was haben wir hier? Eine Jinju. Der Gelbe. Und hier ist ein Wurm. Ich fürchte, hungrige Tiere mögen Raupen. Maybe? Oh, jetzt im Sommer ist alles groß. Ah ja, genau. Und ich gehe mal hier runter. Aua, fuck. Lass mich in Ruhe, du komischer... was auch immer du darstellen sollst. So. Coole Raupe. Ne Raupe. So, alles klar. Was gibt's noch? Hier ist der Biber. Du siehst bärenstark aus. Kannst du mir helfen? Yeah. Wow, wie stark du bist. Für meine Fans tue ich doch alles. So, alles klar, jetzt haben wir nochmal ein paar Noten bekommen. Und ich denke mir mal, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Denn hier ist was Cooles. Ja, genau, der Schalter für den Herbst. So, peng, jetzt ist der Herbst auch offen. Aber da gehen wir natürlich noch lange nicht rein. Denn erst müssen wir das Level... ja, im Sommer durchspielen. Oh mein Gott, das Level ist so cool. Yeah. Leute, ich hoffe, euch gefällt das Level auch super doll. Es ist auf jeden Fall ein richtig geiles Level.
ich kann das Level jedem weiterempfehlen. Also wer Banjo-Kazooie hat und noch nicht bis hierher weitergespielt hat, auf jeden Fall bis hier spielen, das lohnt sich. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal gucken. Ja genau, ich werde jetzt zu der Pflanze. Und warte mal, was muss man nochmal machen? Ah ja, die muss man irgendwie gießen. Ja genau, das doofe Kamel ist wieder hier. Genau, so war das. Hallo. Oh nein, ihr beiden schon wieder. Yeah. Gobi dachte, hier vor euch sicher zu sein. Wollt ihr wohl damit aufhören? Es dauert Jahre, bis ich wieder Zeug hab. So, alles klar, hier haben wir die nächste Raupe. Die dritte. Yeah. Nein, nein. Boah. Oh Mensch, Blacky, mach nicht immer so einen Scheiß. Toll, jetzt kann ich hier wieder ein bisschen rumlatschen. Lauf, 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 lauf. Puh. Yeah. Ba, da, ba, da. Na, 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 na. War hier einer? Ne, den habe ich tot gemacht, ne? Ja. Aber hier kommt jetzt gleich einer. Ah, wusste ich doch. Ach, scheiße, ich spring dann lieber gleich hier runter. Ah, und hier sind Bienen, die mich... Oh, ein Schädel. Lol, da waren Bienen, da, die mich ohne Grund angreifen. Ah, lass mich in Ruhe. Ich will doch nichts Böses von euch. Nein. Was? Keine Ahnung, das Spiel will mich schon wieder verarschen. Ist mir egal. So, alles klar. Ich besuche mal Mumbo. Denn der ist hier auf dem Spiel voll lustig irgendwie. Als erstes holen wir ihm die Raupe hier. So. 5 Raupen schon. Geil. Yeah, hallo Mumbo. Zu heiß für Zauberkram. Mumbo mehr Lust auf Sonnenbad. Ist doch lustig, oder? So, mal schauen, ob hier oben irgendwas ist. Ah, ein Schädel. Nicht schlecht. Enkam, bonkam. Alles klar, und dann gehen wir auch gleich wieder raus. So, wo nun hin? Ich würde sagen, ich laufe noch einmal rum oder so, oder halb rum und guck, ob irgendwas fehlt, ob ich irgendwas vergessen habe. Aua. Da leidet dieser dieses arme Tier. Wäre er doch ein Fakir. Leute, tut mir leid, aber ich weiß nicht, was ein Fakir ist. Also, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt und mir sagen wollt, was ein Fakir ist, könnt ihr das gerne machen. Fakir? Fakir? Was ist ein Fakir? Ich weiß es nicht. Ich will's gerade auch nicht. Was? Nee. So, die Blätter sind nun sehr groß und ich spring einfach mal über die ganzen Blätter hier rüber. Und ihr seht, Leute, da oben ist eine Sprungplatte. Ich werde einfach mal schauen. Erstmal. Okay, hier. Okay, alles klar. Hui! Nichts. Und hier ist ein Vogel und. Wow, lol, ein Puzzleteil. Das hole ich mir ja gleich, ne? Aha. Okay, schon 2 Puzzleteile, geil. Und hier ist ein Mumbo-Schädel. Nicht schlecht. Und ja, da ist noch eine Sprungplatte. Da fliegen wir gleich rauf. Springen, fliegen. Springen und fliegen. Nein. Oh mein Gott. Lol, das war doof. Und hier haben wir eine Raupe. Eine Raupe. Okay, wir sind schon ein bisschen weit oben. Ich werde einfach mal runter. Denn ich will gucken, ob ich noch irgendwas Cooles holen kann und so, ne? Ich hoffe, ihr versteht das. Ja, klar versteht ihr das. Ihr seid halt... Ihr seid ja auch die Leute, die sich meine Videos angucken. Also seid ihr ziemlich cool, hoffe ich. Oder so. Nee, kein Plan. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr meine Videos anschaut. Und... Ich glaube, ich werde nochmal schnell hier lang. Und die Raupe hier holen. Na gut, Leute. Ich glaube, ich mache hier Schluss mit dem Video. Und im nächsten Video geht's weiter hier. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.